Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute möchte ich einen interessanten Uhrenvergleich vorstellen. Und zwar geht es um die TicWatch Pro 3 Ultra, um die Amazfit T-Rex 2 und um mein neues Schmuckstück, die Garmin Enduro 2. Viel Spaß beim heutigen Film. So, zuerst möchte ich einmal darauf hinweisen, dass dieser Vergleich nicht ganz fair ist, denn wir haben hier eine Uhr, die anfangs 300 Euro gekostet hat. Die war zu Beginn bei 229 Euro und die Garmin liegt bei 1099 Euro. Also man sieht hier schon eine deutliche Preisdifferenz. Bei der Amazfit hätte ich vielleicht die Amazfit Falcon zum Vergleich herziehen können. Die hat von den Sensoren her eigentlich das gleiche wie die Amazfit T-Rex 2. Ist aber mit teureren Materialien verbaut, also zum Beispiel ein Titangehäuse, Saphirglas etc. Aber vom Inneren unterscheiden die sich nicht großartig. Und es soll ja im Endeffekt nur mal um eine grobe Vorstellung der drei Uhren gehen. Und ich würde sagen, wir fangen mit der TicWatch Pro 3 Ultra einmal an. Der Hersteller der Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS ist, wie der Name schon sagt, Mobvoi. Es handelt sich hierbei um die dritte Version. Die vierte Version wird vermutlich in Kürze kommen, beziehungsweise die Gerüchte rumoren schon sehr deutlich, dass die TicWatch Pro 4 kommen wird. Hier haben wir ein Edelstahlgehäuse, beziehungsweise ein Gemisch aus Edelstahl und Glasfaser. Und geschützt wird das Display durch Gorilla Glas. Bei dem Display haben wir ein 1,4 Zoll AMOLED Display mit 454x454 Pixeln. Und die Helligkeit beträgt 1000 Nits. Das ist also ein sehr guter Wert, lässt sich also auch sehr gut in der Sonne ablesen. Aber das werde ich euch später nochmal zeigen. Bei den Gehäusemaßen ist es so, dass wir 47 mm in der Breite haben und 48 mm in der Höhe, beziehungsweise 12,3 mm in der Tiefe. Bevor ich jetzt auf die weiteren Daten eingehe, nehmen wir mal die Amazfit T-Rex 2 zum Vergleich. Hier ist der Hersteller Xiaomi bzw. Huami. Also Huami ist der eigentliche Hersteller, wurde aber von Xiaomi aufgekauft, beziehungsweise Huami ist eine Tochterfirma von Xiaomi. Und hier haben wir ein Polymergehäuse, ebenfalls Gorilla Glas, welches das Display schützt. Als Betriebssystem haben wir hier übrigens WearOS 2.0, ganz wichtig, oder 2.2, was das ist. Es war mal 3.0 angekündigt worden, ist aber über lange Zeit verschleppt worden und bis heute ist es nicht erschienen. Also hier WearOS und hier bei der Amazfit haben wir das betriebseigene ZepOS. Hier hatten wir ein 1,4 Zoll AMOLED Display, hier ist es 1,39. Wenn man das mal so direkt vergleicht, dann sieht man keinen wirklichen Unterschied. Ich würde sogar fast behaupten, durch den schwarzen Rand, der hier drum herum ist um das Display, und hier haben wir so einen kleinen Übergang, wirkt das Display der TicWatch tatsächlich deutlich größer, obwohl es im Real Life gar nicht so sehr der Fall ist. Bei der Breite hatten wir hier 47 mm, hier sind es 47,1 mm, bei der Höhe waren es hier 48 und hier ebenfalls 47,1. Allerdings ist die Amazfit etwas dicker, die TicWatch hatte eine Dicke von 12,3 mm und die Amazfit hat eine Tiefe von 13,6 mm. Vom Gewicht her ist die TicWatch wirklich ein Fliegengewicht. Die hat gerade einmal mit Armband 49 Gramm, ist also wirklich ultra leicht. Bei der Amazfit, die aber ebenfalls noch sehr leicht wirkt, mit Armband 66 Gramm. Beim Akku ist es so, wir haben hier bei der TicWatch 577 mAh, bei der Amazfit sind es 500 mAh. Also die Differenz hier ist sehr gering. Allerdings haben wir hier bei der Amazfit eine normale Tragezeit von 3 Tagen, wohingegen es bei der Amazfit 24 Tage sind. Also hier ist schon ein deutlicher Unterschied. Wobei, bei beiden ist aber als Herstellerangabe 45 Tage erwähnt. Das heißt, wenn man alles ausschaltet und sich wirklich nur darauf verlässt, dass die Uhr halt die Uhrzeit anzeigt, dann kommt man bei beiden Uhren auf ca. 45 Tage. Ich habe jetzt beide Uhren längere Zeit im Besitz und kann sagen,
Realistisch ist bei der Uhr hier etwa 2 bis 3 Tage, dann muss sie ans Ladegerät. Und realistisch ist bei der Amazfit 21 Tage. Und das ist kein Schmarrn. Jeder, der die Amazfit T-Rex 2 besitzt, der wird das bestätigen können. Das ist ein richtiges Akkumonster. Ich weiß nicht, was Amazfit macht, aber sie machen es auf jeden Fall richtig, was die Akkukapazität betrifft, beziehungsweise den Energiehaushalt. 21 Tage sind hiermit easy möglich. Natürlich, wenn ihr alles anschaltet, dann gibt die vielleicht auch schon nach 2-3 Tagen auf. Dann wäre aber bei der Uhr hier schon nach wenigen Stunden Schluss. Bei einer normalen Benutzung der Uhr 2-3 Tage, 21 Tage. Was vielleicht sonst noch interessant ist, hier haben wir einen internen Speicher von 8 GB. Bei der Amazfit steht tatsächlich kein freier Speicher zur Verfügung. Also hier könntet ihr vielleicht noch irgendwelche Daten drauf speichern. Bei der Amazfit ist das leider nicht möglich. So, wenn es um die Positionsbestimmung geht, haben beide ein sehr gutes GPS, also beide verwenden dieses Dualband-GPS, sprechen also die verschiedensten Satelliten an, also GPS, BDS, GLONASS, Galileo und QZSS. QZSS sagt mir nichts, aber tatsächlich können beide mit den Satelliten kommunizieren, beziehungsweise immer mit 2 Satelliten gleichzeitig, um eine genauere Positionierung zu bestimmen. Bei der Navigation ist es hierbei allerdings so, man bekommt lediglich nur die Route angezeigt. Also man kann hier Routen draufspielen, über den PC beispielsweise, und dann bekommt man angezeigt rechts, links, geradeaus, vorwärts und so weiter. Aber man sieht halt keine Karte visuell. Das ist allerdings bei beiden Uhren so. Hier sind keine Karten hinterlegt. Man sieht wirklich nur eine Linienführung und mehr leider nicht. Ansonsten sind beide nach IP68 zertifiziert. Das heißt also, die beide sind nicht nur gegen Spritzwasser geschützt, sondern man könnte mit denen auch gut schwimmen bzw. baden gehen. Allerdings natürlich nur bis zu einer gewissen Tiefe. Hier ist jetzt, glaube ich, also angegeben sind 100 Meter. Ich würde mich darauf aber nicht verlassen. Definitiv ist aber, wenn ihr jetzt ins Schwimmbad geht, wo vielleicht 3-4 Meter tief geht, da sollte es bei beiden Uhren kein Problem geben. Und beide sind nach MIL-Standard 810G zertifiziert. Das heißt, staubgeschützt, spritzwassergeschützt, gegen Kälte geschützt, teilweise bis zu 40 Grad. Ich glaube, das war hier bei der Amazfit bis minus 40 Grad, bis plus 70 Grad und so weiter und so fort. Also beides sehr, sehr robuste Uhren, auf die man sich auch im Notfall mit Sicherheit verlassen kann. Bei den Besonderheiten ist es so, die Amazfit ist eher sportlich aufgestellt. Also hier finden 150 verschiedene Sportmöglichkeiten Anwendung. Das heißt, die Uhr erkennt auch automatisch, ob ihr gerade beim Laufen seid, beim Radfahren etc., wählt diese Sportmodi aus. Das ist sehr interessant. Und insgesamt finde ich, dass die Uhr auch, ja, wie soll ich sagen, sehr stabil ausschaut. Also man sieht ihr wirklich diese Robustheit an. Wenn man jetzt die Tickwatch dagegen vergleicht, dann muss man ehrlich eingestehen, da sieht die Amazfit schon taktischer aus, militärischer aus, einfach stabiler. Allein schon durch diesen fetten Rahmen, der hier drum herum gebaut ist. Bei der Tickwatch hat man sich da eher für einen dezenten Rahmen entschieden. Auch die Druckknöpfe wirken bei der Amazfit wesentlich dicker und stabiler als wie jetzt bei der Tickwatch. Aber das Interessante bei der Tickwatch ist eben, und ihr seht es hier im Hintergrund schon, hier sind 2 Displays verbaut. Und das ist wirklich sehr interessant. Denn ihr habt hier ein Always-On-Display, was unglaublich wenig Strom verbraucht. Also sobald ihr aus diesem normalen AMOLED-Modus rausgeht, wird das zweite Display aktiviert, was euch konstant die Uhrzeit anzeigt, was wesentlich weniger Akku verbraucht. Und deswegen kommt ihr hier auf diese enorme Akkulaufzeit von insgesamt 45 Tagen, eben durch dieses zweite Display. Und auch das Display ist im Äußeren sehr gut zu erkennen. Ich werde euch das gleich mal simulieren, Wenn ich die dritte Uhr auch vorgestellt habe. Ansonsten, was wir hier sonst noch haben, bei der Tickwatch haben wir Herzfrequenzsensor, hat die Amazfit auch, Blutsauerstoffsensor ebenfalls, ein Kompass ebenfalls, Gyroskopsensor ebenfalls, Barometer ebenfalls. Hier haben wir einen Beschleunigungssensor, hat die Amazfit ebenfalls, aber die Amazfit hat auch einen Umgebungslichtsensor. Das bedeutet, die Helligkeit der Uhr, also ich habe es jetzt hier deaktiviert, aber generell ist es so, wenn es sehr hell ist, wird das Display etwas dunkler, dass man es trotzdem noch angenehm lesen kann, aber das verlängert einfach die Akkulaufzeit. Das ist also sehr vorteilhaft bei der Amazfit, das kann die Tickwatch tatsächlich nicht. Also da war ich auch sehr überrascht. Und wenn es um die Preise geht, ich hatte vorhin gesagt, die Tickwatch bei etwa 300 Euro, die Amazfit bei 229 Euro, das waren die Einführungspreise. Tatsächlich erhält man die Tickwatch aktuell schon für 150 Euro ungefähr. Das ist wirklich ein stabiler, guter Preis. Bei der Amazfit liegt man realistisch so bei 180 bis 190 Euro, was vielleicht etwas viel ist, aber meiner Meinung nach ist das absolut gerechtfertigt.
Ich habe die Uhr jetzt mit mehreren anderen Uhren verglichen, darunter auch zum Beispiel die neue Samsung Galaxy Watch oder auch die Google Pixel Watch. Und ja, in meinem Fall habe ich mich immer wieder für die Amazfit entschieden, weil es ist einfach eine richtig, richtig geile Uhr. Ihr seht es schon, das AMOLED-Display knallbunt, 16,7 Millionen Farben möglich. Das ist bei der TicWatch natürlich identisch, eben halt, weil es ein AMOLED-Display ist. Aber die Robustheit, die Akkulaufzeit, also ich finde, diese Uhr ist einfach ein fantastisches Meisterwerk. Aber nichtsdestotrotz war meine Gier auf eine Garmin so groß, wegen dem Kartenmaterial. Und deshalb kam vor kurzem die Garmin Enduro Y dazu. So, bevor ich auf die Garmin etwas genauer eingehe, erstmal zu meinem Grund, warum ich überhaupt eine neue Smartwatch haben wollte, da ich ja mit der Amazfit eigentlich sehr zufrieden war. Aber ein Grund ist beispielsweise, man erkennt es jetzt hier schon, hier kann man jetzt die Uhrzeit ablesen. Ich weiß, das sieht man jetzt etwas schwach, aber wenn ich die Uhr mal so ein bisschen bewege, dann seht ihr, durch dieses zweite verbaute Display erkennt man hier auf jeden Fall zumindest die Uhrzeit. Bei der Amazfit ist es tatsächlich so, man muss die Uhr immer bewegen, damit man den Bewegungssensor aktiviert, damit die Uhr eingeschaltet wird. Beziehungsweise jetzt klappt es natürlich nicht. Aber normalerweise, wenn man die Uhr am Arm trägt und man dreht die Uhr, dann schaltet sie sich ein. Jetzt gerade ist sie zickig. Das liegt aber einfach daran, weil ich sie hier vor mir liegen habe und das Ganze natürlich demonstrieren möchte. Aber wichtig ist, das Display ist tot, außer man aktiviert es manuell durch Drücken des Knopfes oder man dreht halt den Arm, dass das Display aktiviert wird. Das war ein Nachteil, zumindest bei der Amazfit, aber das wusste ich natürlich, als ich mir die Uhr gekauft habe. Deswegen war das nicht so gravierend. Was ich viel wichtiger finde, ist die Navigation mit den beiden Geräten. Bei beiden sind halt keine Karten hinterlegt und das finde ich ziemlich blöde. Wenn man also jetzt in einer Ortschaft ist und man sucht etwas Bestimmtes, dann kann man zwar über das Smartphone die Daten auf das Handy senden, wo man hin möchte und dann bekommt man den Weg angezeigt, also 150 Meter rechts, dann links, geradeaus und so weiter, bla 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 bla. Aber man kann halt nicht auf der Uhr selber schauen, wo befinde ich mich gerade und beziehungsweise wo muss ich überhaupt hin, um zu einem gewissen Ziel zu kommen. Und da spricht natürlich alles für Garmin. Garmin hat topologische Karten hinterlegt. Da gibt es natürlich auch andere Hersteller, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber Garmin ist dabei einer der Marktführer. Die haben wirklich sehr, sehr detailreiche topologische Karten. Und die Navigation hat sich schon über Jahre bewährt in verschiedensten Uhren oder auch in Navigationssystemen fürs Auto oder für Wanderer. Also Garmin hat da wirklich, wirklich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und das war eigentlich der hauptsächliche Grund, warum ich unbedingt eine Garmin-Uhr haben wollte. Die Enduro 2 ist es jetzt geworden wegen der Akkulaufzeit. Aber wir gehen jetzt erstmal etwas weiter auf die Daten ein. Wie gesagt, Garmin Enduro 2 Hersteller, also Garmin. Wir haben hier ein Titangehäuse, sehr, sehr leicht. Es ist ein Silikonarmband dabei, wobei ich dazu sagen muss, es ist bei der Lieferung ein zweites Armband dabei gewesen, ein Nylonarmband, auch sehr schön. Geschützt wird hier das Ganze durch Saphirglas. Saphirglas hat den Vorteil, dass es etwas bruchfester, oder was heißt etwas, es ist deutlich bruchfester als wie Gorillaglas. Und Gorillaglas ist ja schon eine echte Hausnummer. Das merkt man ja auch bei den Displays von Smartphones beispielsweise. Gorillaglas hält schon einiges ab. Saphirglas ist nochmal eine Nummer krasser. Wobei Saphirglas aber auch den Nachteil hat, dass alles etwas ganz leicht milchig wirkt. Also nicht so, dass man es nicht lesen könnte. Ihr seht es ja hier. Alles ist wunderbar abzulesen. Das ist also kein Problem. Aber wenn man Saphirglas direkt mit Gorillaglas vergleicht, dann wirkt es etwas milchiger, die ganze Schrift und alles. Und außerdem dunkelt Saphirglas minimal ab. Also im direkten Vergleich zwischen zwei identischen Uhren, wo eine Gorillaglas hat, die andere Saphirglas, wirkt die mit Gorillaglas minimal heller. Das sind die Nachteile, aber ganz klar Saphirglas hochwertiger, bruchfester und somit definitiv interessanter als Gehäuseschutz oder Displayschutz, wie jetzt beispielsweise Gorillaglas. Als Betriebssystem haben wir hier Garmin OS. Also ihr merkt schon, drei verschiedene Betriebssysteme: Zepp OS, Wear OS, Garmin OS. Wobei alle drei aber kompatibel sind, zum Beispiel mit Windows, wenn man da Daten drauf spielen möchte. Alle drei funktionieren einwandfrei mit Android. Es tut mir leid, ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie das mit iOS ist. Ich weiß, Garmin macht keine Probleme bei iOS. Und ich glaube, bei der Amazfit gab es auch keine Probleme. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, was die MobY-TicWatch betrifft. Da kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Aber wie gesagt, mit Windows und mit Android hättet ihr mit keinem der drei Probleme. iOS bin ich mir hierbei nicht sicher. Bei den beiden weiß ich, dass es definitiv funktioniert. Als Display haben wir hier auch ein 1,4 Zoll Display. Ähnlich wie bei der TicWatch. Hier waren es 1,39 Zoll. Allerdings, jetzt kommen wir zur Auflösung.
Bei den beiden hatten wir 454 mal 454 Pixel und hier sind es nur 280 mal 280. Das liegt einfach an der Technik, die hier verbaut worden ist, aber ich kann euch versichern, diese 280 Pixel, die reichen aus, um alles schön ordentlich darstellen zu können. Also auch bei den Karten, wenn ihr euch navigieren lasst, gibt es da keine Probleme, irgendwas ablesen zu können. Das liegt hier an dem Display. Wir haben hier ein sogenanntes Memory in Pixel Display. Das bedeutet, die Pixel, die werden nicht von innen heraus angestrahlt, wie das bei den AMOLED-Displays ist, sondern sie reflektieren im Endeffekt das Umgebungslicht. Das heißt, wenn jetzt hier wenig Licht drauf kommt, dann wird das Display auch schlechter ablesbar. Also auch so ist hier noch genug Helligkeit, dass man es grob erkennen könnte. Aber umso mehr Licht da ist, umso besser ist das Display ablesbar. Das ist diese Memory in Pixel Technologie. Und die sorgt aber wiederum dafür, dass der Stromverbrauch der Uhr so unglaublich gering ist, dass wir hier auf eine Akkulaufzeit im normalen Verbrauch bis zu 34 Tagen haben. Also Amazfit hatte 24 Tage angegeben, hier haben wir 34 Tage. Und das Interessante bei der Garmin Enduro ist, wenn ich die euch mal ein bisschen näher zeige, ihr seht hier außen diesen braunen Ring im Inneren der Uhr. Und dieser braune Ring, das ist ein Solarpanel. Das heißt, wenn ihr die Uhr im Sommer tragt, ganz normal am Handgelenk, und ihr geht zum Beispiel joggen, laufen, wandern, dann lädt sich die Uhr tatsächlich über dieses Solarpanel teilweise wieder auf. Und dann verlängert sich die normale Akkulaufzeit von 34 Tagen auf 46 Tage. Hierbei handelt es sich natürlich um die Herstellerangaben, wobei ich gleich noch darauf eingehe, wie realistisch das Ganze ist. Bei den beiden Uhren kamen wir, wenn wir alles ausschalten und quasi in den Energiesparmodus gehen, kamen wir hier bei den beiden Uhren auf 45 Tage. Das ist schon absolut beeindruckend. Und jetzt kommt die Garmin und sagt mal eben 111 Tage. 111 Tage. Mehr als doppelt so lang wie die beiden. Allerdings ohne das Solarpanel zu nutzen. Denn wenn das Solarpanel genutzt wird, natürlich vorausgesetzt, die Sonne scheint, es kommt immer genug Sonnenlicht auf die Uhr drauf, dann steigert sich die Akkukapazität auf 550 Tage. Das heißt, mal eben anderthalb Jahre könnt ihr mit der Uhr auskommen, ohne sie aufzuladen im Energiesparmodus. Das finde ich mega krass. Solltet ihr euch mal irgendwo verlaufen, dann habt ihr mit der Uhr auf jeden Fall recht gute Karten, wieder nach Hause zu finden, weil der Akku nicht schlapp macht. Was selbst bei der Amazfit passieren könnte, wobei der Akku auch schon gigantisch ist. Da wollen wir gar nicht drüber streiten. Amazfit hat sehr viel richtig gemacht beim Energiesparhaushalt. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Aber Garmin macht es tatsächlich nochmal eine Klasse besser. Und jetzt zu den realistischen Werten. Hier waren es ja etwa 2 bis 3 Tage bei der TicWatch. Bei der Amazfit immerhin 21 Tage, wenn man die Uhr normal verwendet. Und wenn man die Garmin normal verwendet, kommt man tatsächlich auf 37 Tage. Angegeben waren 34 Tage. Ich habe alles ganz normal eingeschaltet gelassen, wie es also beim Auslieferungszustand war. Das heißt, GPS ist an, Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor, alles bla 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 ist an. Ich trage die Uhr beim Schlafen, ich trage die Uhr tagsüber und komme auf 37 Tage. Finde ich bombastisch. Zum internen Speicher. Hier hatten wir 8 GB. Bei der Amazfit steht leider kein freier Speicher zur Verfügung. Bei der Garmin sind es 32 GB Speicher. Wobei ich dazu sagen muss, wenn man die Uhr kauft, ist bereits das Kartenmaterial aufgespielt. Zumindest Europa ist aufgespielt, plus einige Sonderkarten wie zum Beispiel Golfkarten etc., die bereits 16,7 GB verbrauchen. Das heißt, man hat also netto ungefähr 15,3 GB, die man verwenden könnte, um Musik aufzuspielen oder Bilder, je nachdem, was man halt auf der Uhr haben möchte. Aber diese 16,7 GB an Kartenmaterial, die sind ja keine Verschwendung. Denn hier habt ihr wirklich den Vorteil, wenn ihr irgendwo in einer Stadt unterwegs seid, ihr macht das Navigationssystem an, ihr seht direkt die Straße, wo ihr seid, ihr seht den Straßennamen, ihr seht die Point of Interest, ihr seht Bahnhöfe etc. Ihr könnt also direkt da von da aus sagen, okay, ich will jetzt da und da hin und dann findet das direkt automatisch die Routenführung. Das ist ultra geil. Bei den beiden Uhren hatten wir ja das Dual-GPS und diese Garmin, die verwendet ein Multiband-GPS. Also die Daten werden hierher genommen von 3 Satellitensystemen. Das ist einmal GPS, GLONASS und Galileo. Hier beiden war ja noch Baidu bzw. BDS und QZSS dabei.
Die beiden scheinen der Uhr unbekannt zu sein, wobei ich dazu sagen muss, wenn man GPS und GLONASS anspricht, dann hat man schon zwei sehr renommierte Positionserfassungssysteme. Hier kommt sogar noch Galileo dazu, das ist das drittgrößte, glaube ich. Von daher hat man hier eine exakte Positionsbestimmung. Und dazu kommt dieses Multiband-GPS. Multiband-GPS heißt, es werden alle Daten herangezogen, also von allen Positionsbestimmungssatelliten werden die Daten herangezogen, sie werden miteinander verglichen, es wird ein Mittelwert gebildet und somit habt ihr eine definitiv exakte Bestimmung. Und das Coole ist, hier gibt es diese SAT-IQ-Technologie, das heißt, Garmin überprüft immer direkt, welcher Satellit ist überhaupt am besten zu erreichen, also wo ist die Empfangsqualität am höchsten, wer liefert mir die zuverlässigsten Daten, der Satellit wird hergenommen zur Positionbestimmung und die anderen beiden halt eher zum Abgleich, ob die Daten korrekt sind oder ob es da eventuell Abweichungen gibt. Positionsbestimmung ist hierbei wirklich 1A. Da gibt es also sehr viele Vergleichsvideos, auch mit anderen Outdoor-Uhren, auch sehr hochwertigen Uhren, die ebenfalls im vierstelligen Bereich liegen. Und die Enduro 2, die schlägt sich wirklich tipptopp. Übrigens, falls euch dieses Memory in Pixel Display nicht zusagt, es gibt die Uhr auch mit einem AMOLED-Display. Da nennt sie sich Garmin Epix 2. Auch die kommt tatsächlich auf sehr gute Akkulaufzeiten. Hat halt den Vorteil, dass sie halt dieses brillante AMOLED-Display hat. Aber für mich war halt die Akkulaufzeit entscheidend, eben weil ich jetzt zum Beispiel wie bei meiner Alpentour bin ich ja längere Zeit unterwegs, gehe da sehr viel wandern und sowas alles. Und da ist es mir einfach lieber, ich habe eine Uhr dabei, die eine sehr große Akkulaufzeit hat, als hier eine Uhr, die halt super schön aussieht, die ich aber jeden Abend an die Steckdose hängen muss. Das bringt mir nicht allzu viel. Deswegen ist es bei mir die Enduro 2 geworden. Aber die Epix 2 ist auch definitiv ihr Geld wert. Die würde übrigens 900 Euro kosten, hat ebenfalls Kartenmaterial aufgespielt, gibt es ebenfalls mit Saphirglas und mit Titangehäuse etc. Falls euch die Uhr interessiert mit AMOLED-Display, informiert euch nach der Garmin Epix 2. Jetzt hier weiter im Text. Neben den Karten, den topologischen Karten von Garmin, die bereits aufgespielt worden sind, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Open Map Karten zu verwenden. Und ihr könnt zum Beispiel auch über Komoot Routen installieren bzw. auf die Uhr drauf spielen und dann diese Routen abgehen. Da gibt es also wirklich so viele Möglichkeiten bei Garmin, weil Garmin nahezu mit allem kompatibel ist aufgrund der jahrelangen Erfahrung und sie haben sich einfach in dem GPS- und Navigationsbereich so bewährt. Die sind mit quasi allem kompatibel, was man sich irgendwie vorstellen kann, was natürlich so die Tourentipps verbessert, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, man kann auf viel mehr Ressourcen zugreifen. Das ist wirklich mega geil. Ansonsten ist die Uhr natürlich wasserdicht, also auch bis, ich glaube, 10 Meter haben sie angegeben, etc. Was ich hierbei noch sehr, sehr witzig finde, ist, dass hier oben eine Taschenlampe eingebaut ist. Das kennen vielleicht manche schon von der Garmin Fenix 7X. Die hatte auch so eine Taschenlampe. Bei der Enduro gibt es das ebenfalls. Hier ist die Taschenlampe etwas heller. Aktiviert wird sie einfach durch einen Doppelklick. Und ihr seht, schon hat man eine Taschenlampe, um abends navigieren zu können. Gut, hier ist der Raum jetzt gerade hell beleuchtet, weil ich natürlich filme. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ihr im Dunkeln unterwegs seid oder nur im Hausflur etc. und das Licht geht nicht an, dann ist die Uhr echt Gold wert. Und ich habe es anfangs total unterschätzt, weil ich eigentlich sowieso immer eine Taschenlampe am Schlüsselbund habe. Aber das ist einfach wirklich, wirklich Gold wert. Also es ist kaum zu glauben, wie oft ich diese Taschenlampe schon hergenommen habe, weil man einfach am Armgelenk zweimal drückt und zack, hat man eine Taschenlampe. Man muss also nicht in der Hosentasche graben oder in seinem EDC-Täschchen oder was weiß ich wo. Man hat die Taschenlampe immer griffbereit und es geht sogar wesentlich schneller, als wie die Taschenlampe am Smartphone zu aktivieren. Wirklich, wirklich geil. Ja, das Solarmodul hatte ich schon angesprochen. Ansonsten von den Sensoren her natürlich das Gleiche, was die beiden Uhren auch bieten. Also Herzfrequenzsensor, Sauerstoffsättigung, ein barometrischer Höhenmesser ist hier dabei, ein Gyroskop, ein Beschleunigungssensor. Wir haben hier zusätzlich ein Thermometer eingebaut, ein Kompass ist natürlich dabei und es wird die Atemfrequenz kontrolliert und noch jede Menge mehr. Ich konnte das gar nicht abschreiben, weil das waren gefühlt 200 Zeilen, was da auf der Garmin-Webseite empfohlen worden ist. Und was ich euch jetzt nochmal zeigen wollte, wie das ist mit der Ablesbarkeit im Sonnenlicht. Es ist hier zwar im Raum sehr hell, aber ich habe hier halt kein Sonnenlicht. Ich simuliere das Ganze mal mit einer einfachen Taschenlampe und wir fangen mal mit der TicWatch an. Ihr seht, die TicWatch, dadurch, dass das zweite Display da verbaut ist, ist die Ablesbarkeit also wirklich sehr gut gewährleistet. Natürlich, wenn ich die jetzt direkt in Richtung Sonnenlicht halte, dann spiegelt das Ganze, das bleibt nicht aus. Die Ablesbarkeit des zweiten Displays ist wirklich top
Und auch wenn das AMOLED-Display angeht, wie gesagt, das Glas reflektiert natürlich bei Sonnenlicht. Das ist aber bei allen drei Uhren der Fall. Die Ablesbarkeit ist aber so oder so gewährleistet. Finde ich wirklich, wirklich gut. Bei der Uhr ist es eventuell so, dass man ein bisschen abschirmen muss, wenn man wirklich im gleißenden Sonnenlicht ist. Aber da spricht nichts dagegen. Eben dank der 1000 Nits, die Amazfit T-Rex 2 übrigens ebenfalls hat. Hier ist es auch mit der Ablesbarkeit völlig okay. Im direkten Sonnenlicht lässt es etwas nach, aber es hält sich absolut in Grenzen. Es ist wirklich gut. Die Ablesbarkeit ist hier wirklich toll. Und ja, bei der Garmin ist es natürlich so, die profitiert natürlich von dem hellen Sonnenlicht, eben weil die Pixel reflektiert werden. Aber auch hier, das Saphirglas, ähnlich wie das Gorillaglas, reflektiert natürlich je nachdem, in welchem Winkel die Uhr steht. Aber die reinen Daten sind nahezu immer ablesbar. Da gibt es also überhaupt kein Problem. Plus, man hat die Möglichkeit hier alles frei zu konfigurieren. Also das ist jetzt ein kostenloses Watchface, was ich mir heruntergeladen habe. Das kann man frei konfigurieren. Man kann sich zahlreiche Datenfelder anzeigen lassen, wie zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondphasen, Windgeschwindigkeit, Temperatur, bla 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 bla. Alles Mögliche geht hier. Das ist bei Amazfit ähnlich. Nicht exakt so, aber ähnlich. Auch hier gibt es sehr viele Ziffernblätter, die man sich herunterladen kann. Auch hier werden dann verschiedenste Datenfelder angezeigt. Bei der TicWatch ist es etwas eingeschränkter. Es gibt auch hier zahlreiche Ziffernblätter, die man sich herunterladen kann. Aber die Auswahl ist bei Amazfit und bei Garmin wesentlich größer als wie bei Mobvoi. So, und das war der Vergleich zwischen den drei Uhren. Wie ihr sehen könnt, alle drei Uhren haben ihre absolute Daseinsberechtigung. Bei Mobvoi ist es so, da hat der Hersteller leider selber etwas Mist gebaut, sage ich mal, weil halt seit über einem Jahr keine Sicherheitsupdates mehr kamen. Über ein Jahr wurde dieses WearOS 3.0 angekündigt. Dann hieß es letztes Jahr im Juni, also Juni 22, es solle kommen, wurde verschoben. Dann hieß es September 22, soll es kommen, wurde verschoben. Jetzt haben wir März 23, es ist immer noch nicht da und es sieht auch einfach nicht danach aus, dass es noch kommen wird. Das hat sehr, sehr viele Käufer der Uhr verärgert, weil beim Kauf wurde halt garantiert oder versichert, dass es das WearOS 3 geben würde. Gibt es nicht. Sorry, Mobvoi, aber so behält man keine Kunden. Ich bin in verschiedenen Foren tätig, wo ich halt immer wieder mitlese und ich habe sehr oft gelesen, dass sich Käufer der Mobvoi TicWatch Pro 3 abgewendet haben von Mobvoi, zu einem anderen Hersteller gegangen sind oder aber schon gesagt haben, dass sie auf keinen Fall die TicWatch Pro 4 kaufen werden. Ist dumm, wirklich dumm. Dann wäre es besser gewesen, man hätte direkt letztes Jahr im Juni schon gesagt, sorry Leute, wir kriegen es nicht hin, es gibt Kompatibilitätsprobleme oder die Uhr läuft nicht zuverlässig mit WearOS 3. Hätte man das offen kommuniziert, hätte man wahrscheinlich Verständnis dafür gezeigt. Es hätte dann auch dann hätte es verärgerte Kunden gegeben, aber eben nicht so viele, wie man jetzt verloren hat, weil man immer wieder gesagt hat, ja klar, es wird WearOS geben, wir wissen halt nur nicht wann. Und wie gesagt, also ich rechne nicht mehr damit, dass es noch kommt. Schade, Mobvoi. Ansonsten, von der Uhr selber her, finde ich es eine wirklich, wirklich coole Smartwatch. Und wie gesagt, hier ist das leichte Gewicht natürlich ultra stark. Das Uhrenarmband habe ich mir dazu gekauft. Aber auch das originale Armband, was dabei war, war sehr, sehr leicht und hat ein ordentliches Tragegefühl. Wie gesagt, generell ist die TicWatch Pro 3 Ultra immer noch eine coole Uhr. Wenn es um den eher günstigeren Bereich geht, ich sage mal so bis zu 250 Euro. Oder von mir aus auch bis zu 350 Euro tatsächlich, würde ich die Amazfit T-Rex 2 empfehlen. Wie gesagt, ich kann sie mit der Samsung Galaxy Watch 4 vergleichen, mit der Galaxy Watch 5 könnte ich sie vergleichen. Apple Watch ist ein anderes Kaliber, da wollen wir gar nicht drüber streiten. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Uhr. Aber ich sag mal so, im Outdoor-Bereich finde ich die Amazfit T-Rex 2 wirklich, wirklich geil. Es gibt natürlich auch die normale T-Rex bzw. die T-Rex Pro. Das sind ebenfalls zwei sehr, sehr coole Uhren, die bautechnisch ähnlich sind, nicht die ganz große Akkulaufzeit haben wie jetzt diese Uhr hier, aber die hat mich über viele, viele Monate begleitet und ich war absolut zufrieden mit ihr. Ich werde sie auch jetzt weiterhin tragen, wenn ich zum Beispiel ganz normal arbeiten gehe oder sowas, wo ich halt nicht immer dieses schwere Kaliber mit mir herumtragen möchte. Da ist halt die Uhr absolut prädestiniert, weil sie sehr robust ist, sie hält den Wasserstand, sie hält Staubstand. Sie hat eine sehr gute Akkulaufzeit. Amazfit nach wie vor eine sehr, sehr geile Uhr, die ich immer und immer wieder empfehlen würde, wenn es, ich sag mal so, im Preisbereich bis zu 300, 350 Euro liegt.
Ja, und wer etwas mehr investieren möchte, da wird es dann wirklich schon schwierig. Es gibt natürlich sehr viele interessante Hersteller, wie zum Beispiel Suunto auch noch zu erwähnen. Ich persönlich habe mich für die Garmin entschieden. Garmin 7X, Garmin Instinct, Garmin Epix 2, Garmin Enduro 2. Also Garmin hat so viele Uhren. Ich habe mich wirklich mehrere Wochen lang mit dem Thema beschäftigt, habe sehr viele Rezensionen durchgelesen, habe sehr viele Videos dazu angeschaut und immer wieder analysiert, brauchst du jetzt AMOLED, brauchst du lieber dieses Memory in Pixel, Akkulaufzeit oder Schönheit, hin und her und dann von den Sensoren, was da verbaut ist. Mir war halt diese Taschenlampe sehr wichtig und die gibt es aktuell, glaube ich, nur bei der Fenix 7X Saphir Titan oder halt bei der Enduro 2. Ich weiß nicht, ob andere die noch haben. Ich glaube, die Tactics hat sie auch noch. Die Tactics kostet aber, glaube ich, schon 1499 Euro. Das war selbst mir etwas zu viel. Aber hier habe ich einen sehr guten Kompromiss gefunden. Und ich muss sagen, man gewöhnt sich total an dieses Display. Natürlich hat man hier jetzt nur 64 Farben zur Verfügung. Also nicht 64.000, sondern wirklich nur 64 Farben. Das muss einem klar sein. Also wer auf quietschbunt steht, 16,7 Millionen Farben, AMOLED-Display, das können die beiden Uhren hier perfekt, weil sie eben AMOLED verbaut haben. 16,7 Millionen Farben, 64 Farben. Das muss euch klar sein. Wer also quietschbunt haben will, ist hier falsch bedient. Aber auch hier, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber die Farben lassen sich schön darstellen. Man kann es also definitiv differenzieren voneinander. Es ist was anderes als wie ein einfaches Schwarz-Weiß-Display. Und mir langt das völlig aus. Ach ja, hiermit kann man übrigens den Hintergrund beleuchten, für den Fall, dass man auch nachts mal die Uhr ablesen will. Da gäbe es ja kaum Lichtquellen, die reflektiert werden können. Man hat also hier schon die Möglichkeit, auch nachts die Uhr ablesen zu können. Und ihr seht es ja, das ist überhaupt kein Problem. Also lässt sich optimal ablesen. Jeder Wert, ganze 78 Schritte habe ich heute schon geschafft. Das ist meine persönliche Wahl gewesen. Garmin Enduro 2, mein neues Schätzchen, wenn es darum geht, outdoor unterwegs zu sein. Vor allen Dingen über sehr, sehr lange Zeit. Für kurze Touren nach wie vor werde ich auch immer wieder mal auf die Amazfit zurückgreifen. Das ist einfach meine liebgewonnene Uhr über, ja, jetzt, ich glaube, schon fast ein Jahr hinweg. Die TicWatch ist dabei etwas außen vor, weil sie kann mit den beiden Uhren einfach nicht mehr mithalten. Ist leider einfach so. Es ist keine schlechte Uhr, es ist eine interessante Uhr. Sie bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch hiermit ist Navigation möglich im einfachen Sinne, ohne Kartenmaterial. Generell ist es aber so, dass Garmin-Navigation wesentlich besser kann, als wir es die beiden Uhren. Wem es ausreicht, einfach nur die Richtung angezeigt zu bekommen, der wird aber mit allen dreien auf jeden Fall an sein Ziel kommen. Nichtsdestotrotz, die Garmin, die Mobvoi TicWatch, die bleibt leider etwas auf der Strecke, weil sie sich einfach für mich persönlich nicht gegen die beiden durchsetzen kann. Es mag jetzt natürlich, Geschmäcker sind verschieden, andere Meinungen geben, die sagen, oh, die TicWatch 3 Ultra Pro, die ist doch wesentlich geiler als wie die Amazfit. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich persönlich hat sich der Preis für die teure Garmin gerechtfertigt. Man bekommt hier wirklich etwas für sein Geld geliefert. Wie gesagt, Titangehäuse, Saphirglas, das macht die ganze Sache natürlich auch schon teurer. Wenn man die Amazfit mit Saphirglas haben möchte und mit einem Titangehäuse, dann muss man sich die Amazfit Falcon kaufen, also Amazfit Falcon. Und die kostet, glaube ich, auch schon um die 600 Euro. Also auch im Vergleich zu 229 Euro T-Rex 2 deutlich teurer, also mehr als doppelt so teuer. Und da sieht man einfach, die hochwertigen Materialien, die verbaut werden, die kosten halt auch einfach ihr Geld. Nichtsdestotrotz, die beiden sehr, sehr geil, beziehungsweise die ist ultra geil und die ist auch ziemlich cool. So, und das war es auch schon mit meinem großen Vergleich zwischen den drei Uhren. Wie hat er euch gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Outdoor-Uhren ihr verwendet, welcher Hersteller, welches Modell. Würde mich einfach mal interessieren, was es da noch so Interessantes gibt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das unterstützt meinen Kanal ein wenig und sorgt auch dafür, dass er anderen Usern angezeigt wird. So oder so würde ich mich natürlich freuen, wenn auch du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.